Zackerl, anstatt dass ihr. Über was soll ich reden? Also ich glaube, dass ich in diesem Video nur ausrasten werde. Ja. Heute ist komplett nicht mein Tag. Wie ihr auch vielleicht mitbekommen habt, verändert sich mein YouTube-Kanal gerade extremst. Ich habe ein neues Profilbild reingeballert. Ein neues Kanalbild wird auch noch dementsprechend bearbeitet. Und es kommen neue Formate hoch, wie zum Beispiel, ich lese eure Kackwitze. Heute kommt ein neues Format, nämlich ich raste aus. In diesem Format erzähle ich euch immer wieder Situationen, was mir im Alltag passieren, wo ich mir einfach nur denke, too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need. Und heute ist mir etwas passiert, meine Bratutas, da dreh ich durch. Ich werde euch mal ganz kurz zeigen, was passiert ist, weil ich komme mit sowas gar nicht klar. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Guckt euch das mal an. Wenn ihr das hier seht, hier auch. Hier sind halt ein paar Flecken. So Leute, was ist mit diesem Pullover? Diesen Pullover habe ich mir vor 1,5 Stunden gekauft. Der Habibo hat sich gedacht, der Pullover ist ein echt krascher Pullover, den kann er sich irgendwann mal auch geben bei dem einen oder anderen Outfit. Aber was ist danach passiert, Leute? Ich habe mir den gegönnt mit so einer geilen Jeansjacke und mit dieser Jeansjacke, Leute. Die Frau hat mich ganz höflich gefragt, brauchen Sie einen Sackerl? Ich habe mir gedacht, nee, ich gehe eigentlich nur zum Auto, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich lege sie unter meinem Arm, lege sie in meinem Auto und das war's. Brauche keinen Sackerl. Dankeschön, ja? Alles gut und schön. Aber was passiert danach? Ich fahre mit dem Auto natürlich komplett Schneelawinen, ganz Schneeregen, die Straßen komplett bekackt, ja. Ich fahre nach Hause, Gott sei Dank, gut angekommen, parke ich das Auto und mache hinten die Tür auf und was passiert? Es fehlt mir dieser Pullover am Boden und es war dunkel, Leute. Ich habe nicht mal gemerkt, dass der Pullover am Boden ist. Ich gucke so am Boden und denke mir, der hat den einen oder anderen Fleck gleich reinbekommen. Ja, ja, Bruder. Kannst du dir abschminken. Ich mag keinen Pullover anziehen, der jetzt hier einen Fleck hat, hier einen Fleck. Ich bin mir auch sicher, ihr seid auch dieser Meinung. Ich bin komplett ausgerastet, Leute. Ihr habt mich sehen müssen. Ich nehme ihn. Das gibt's doch nicht. Als würde der Füße haben und denken, Bruder, mach Tür auf, ich spring. Los! Ich habe das Gefühl, ich habe den Pullover circa 3 Jahre, obwohl ich den jetzt gerade gekauft habe. Und das Problem ist, Leute, jeder dritte und vierte Banker spuckt auf den Boden und dann habe ich die ganze Spucke. Alter, weil. Ja! Allerletzt. Wirklich, Leute, ein Moral, Leute, nehmt euch Sackerl. Wenn die Frau euch fragt, nimm Sackerl, dann nimm Sackerl. Die Frau weiß Bescheid. Nimm Sackerl, anstatt dass ihr. Nimm Sackerl, verdammt nochmal. Ja, das war's eigentlich mit der Folge. Das war die erste Episode, Leute. Glückwunsch an dich, dass du bei der Eröffnung dieses Formats dabei warst. Ich werde mit weiterhin dieses Format rausballern, wenn ich merke, dass ihr dieses Format feiert. Das war's eigentlich von mir. Jetzt muss dieser Pullover mal in die Waschmaschine und hoffen, dass dieser ganze Schmutz und Spucke und Hundekacke hier draußen ist. Also mit diesen Worten, Leute, beende ich dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall ist, ballert mal den Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, Leute. 2019 ist unser Jahr. Der Kanal geht oben. Ihr wisst Bescheid. Mit diesen Worten beende ich dieses Video. Danke mal fürs Zusehen. Peace out.